Und jetzt willkommen bei einer weiteren Folge Minecraft Hardcore-Modus. Ja, wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Wir waren nur noch dabei, die Farm zu bauen, haben gewartet, bis die Bäume mal nachgewachsen sind. Glaube ich mal. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Gerade. Letzte Woche kam nämlich, wie gewohnt, zwei Folgen raus. Letzte Woche kamen ja nur eine Folge raus, weil ich ja Probleme mit dem Internet hatte. Deswegen muss ich halt mal gucken, wie ich es mache. Naja, ich habe zumindest mal gucken, wie ich es mache. Was rede ich denn gerade für ein Quatsch? Ich muss nicht mehr gucken, wie ich es mache. Ich habe jetzt alles, was halt zu spät war, habe ich halt jetzt schon hochgeladen gehabt, alle Videos, die ich für letzte Woche schon hatte, beziehungsweise noch hatte. Und ja, jetzt muss ich halt nur gucken, dass ich wieder in die Gänge komme mit dem ganzen Aufnehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin in letzter Zeit ein bisschen aufnahmefaul. Zumindest was Minecraft betrifft. Naja, man muss aber ehrlich sagen, Respekt an die Leute, die Minecraft aufnehmen können, weil ich kann es nicht wirklich. Zumindest nicht alleine. Wenn ich es alleine könnte, würde ich es alleine hier aufnehmen, aber ich kann es auch nicht alleine. Da gibt es viel zu wenige Dinge, über die ich reden könnte. Zumindest im Moment noch. Merkt man ja voll, da ich nicht weiß, über was ich reden soll. Verdammt. Ja, ich wollte jetzt erstmal hier das Dach bauen von dem Ganzen. Mauern habe ich jetzt schon, verdammt, gesetzt. Das ist soweit alles in Ordnung. Nochmal verdammt. Ernsthaft? Bin ich gerade so blöd, um zu bauen oder was? Oh mein Gott, ey. Erstmal das Dach, mal sehen, wie ich das mache. Ich wahrscheinlich, so wie ich es auch gesagt habe, in die Mitte irgendwie. Die Frage ist nur, wo ist die Mitte? Jetzt mal das Zelt hier ist wie weit. Wenn ich jetzt nach einer Luftlinie gehe, müsste die Mitte hier sein. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt 9 mal hochgehen. Mache ich mit diesen da. Und diesen da und diesen da. Erstmal, weil ich jetzt noch kein Holz habe. Zumindest kein weiteres Holz. Ich bin nur froh. Ich werde nur froh sein, wenn ich endlich die Farm fertig habe. Dann können wir endlich daran gehen, was Wichtigeres zu machen, als Farm zu bauen.
falsch gesetzt. Scheiße, egal. Dann müsste auch okay sein. Aber jetzt erstmal pennen gehen. Verzeiht mir, wenn ich so ein bisschen demotiviert klinge, wenn ich es auch so normal rede. Aber ich finde es halt schwer für mich, ein bisschen an was Positives zu denken, weil ich in letzter Zeit ein bisschen viel nachdenken muss. Aus privaten Gründen natürlich. Deswegen verzeiht mir so bitte ein bisschen, dass ich da nicht gerade immer 100% anwesend bin. So, ich schätze mal, wenn wir schon mal dabei sind, könnte ich aber echt nicht gleich das Lager bauen. Eisen haben wir noch genug, um das auszuhöhlen. Wenn wir schon mal dabei sind. Komm, ich fange schon mal an, das Lager zu bauen. Eisen habe ich ja noch genug. Und dann machen wir auch mal ein bisschen was anderes nebenbei. Was ist viereckig? Nein, nicht nur. Hey, das Haus oben ist nicht viereckig. Das ist viereckig mit einem Viereck dran. Keine Ahnung, wie ich die Form nennen soll. Ein Rechteck? Ne, Rechteck ist es nicht. Keine Ahnung. Viereck. Ich nenne es einfach Viereck mit einem Viereck dran. Gut ist. Also das Haus, wo jetzt das Bett drin steht, nicht wo die Farm drin gebaut wird. Es ist ein Viereck mit einem Viereck drin. So. Drinne, dranne. Nee. Das wird noch schöner gemacht alles. Da habe ich noch ein bisschen was vor. Frage ist nur, wann ich die Möglichkeit bekomme, mit Diamanten zu finden und schneller zu gehen. Das ist halt die nächste Frage. Und wann ich die Möglichkeit bekomme, eben auch ans End zu gehen. Das ist halt momentan die Fragen, die sich jetzt erstmal so aufwerfen. Da ich ja dann erstmal nachts fleißig Enderperlen sammeln muss, aber dafür alles brauche ich erstmal Diamanten. Also ich werde dann wahrscheinlich irgendwann in naher Zukunft dann bald Höhlen aufsuchen, Diamanten suchen gehen. Sobald ich die ersten habe, dann erstmal einen Zaubertisch machen. Aber ich sollte erstmal damit anfangen, mir reichlich Platz zu erbauen. Die Spitzhacke weg. Kiste. Kiste. Noch ein paar Cobblestone oder Diorit drin. So, jetzt brauche ich noch ein paar Spitzhacken. Ich mache drei Stück. Auch noch weg. So.
Schon ein bisschen Ironie. Vom Bauen draußen auf dem Feld jetzt wieder ins Höhlenschaberei-Erlebnis, nur um das Lager schon mal vorzubauen. Na, wenn ich nicht hier sterbe, dann sterbe ich entweder bei der Suche auf Diamanten oder im Nether. Also eins wird auf jeden Fall mit den ganzen Sachen zuerst passieren. Eisen, nett. Also ich kann mir drei weitere, vier, doch eine weitere Spitzhacke basteln, weil ich eigentlich noch auf den Bogen drauf. Ah, Haltbarkeit 3 und Schlag 1, okay. Letztes Mal, wo ich den Bogen gezogen habe, aus dem Meer. Aus dem Teich. Aus dem Meer. Aus dem Teich vor der Hütte. Na, ja, kann ich schon ein paar mehr Spitzhacken bauen. Ich kann zwei Spitzhacken bauen. Ein Eisen mehr, da gibt es über drei Spitzhacken neu bauen. Habe die Spitzhacken wieder drin, die ich jetzt gemacht habe. So viel Spaß, ne? Einen Raum auszuhöhlen. Also ich werde bis hierhin schon mal die Hälfte von euch da draußen eingeschlafen.
gerade perfekt rausgekommen, um ins Bett zu gehen. Hey. Hey du, ja genau du. Dein Schnarchen höre ich bis hierher. Schnarche etwas leiser. Oder sowas in der Art. Schön, ich hätte noch Fische drin, geil. Geile Fische, ey. Was meint ihr? Mögt ihr Fisch, dann mögt ihr weniger Fisch da draußen. Könnt ihr gerne unten die Kommentare schreiben, ob ihr Fisch mögt oder nicht und wenn ja, was für welchen. Also ich am liebsten esse Lachs. Also Lachs ist wirklich einer meiner Lieblingsfische, die ich gerne esse. Rein, raus. Und eigentlich nur nicht dieses Art von rein und raus da drauf. Nicht jetzt falsch denken, ja. Diese Art von rein und raus habe ich jetzt nicht gemeint. Ich bin jetzt noch doppelt so doof. Ich bin dreimal so doof, weil ich in die Tür gelaufen bin. Ich hätte hier anfangen müssen, braucht man weiter. Ihr könnt euch schon ungefähr denken, was für ein Dach ich da hinten machen will. Ich möchte gerne so ein Schrägdach hin machen. Aber das nicht mit Holzstufen, das würde ich gerne sogar mit Glasblöcken machen. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Schrägdach aus Glasblöcken. So als hätte man wirklich eine. Jetzt komme ich nicht aufs Wort. Verdammt. Ich glaube, mit dem Alter verblödet man eher das, als dass man weiser wird. Als hätte ich ein verfluchtes. Alter, mir fällt der Name nicht ein. Es liegt mir auf der Zunge, aber ich möchte es aussprechen, aber es geht irgendwie nicht. Ihr kennt das bestimmte Gefühl bestimmt auch. Oh, ich glaube, mit dem Alter wird man wirklich blöd, statt schlau. Jetzt hätte mein eigenes Gewächshaus. So, jetzt habe ich es. Boah, hat aber lang genug gedauert. Na gut, alt bin ich nicht. Ich werde ja erst 21, aber trotzdem. Ich glaube, je älter man wird, desto doofer wird man, glaube ich. Zumindest wäre ich nächstes Jahr 21 im April. Leute, ihr müsst mich mal daran erinnern, dass ich mir endlich meine Facecam besorge für die Horrorspiele, die noch aufkommen. Ihr müsst mich mal echt mal daran erinnern, ich vergesse das die ganze Zeit.
Meine jetzige Facecam, die ich besitze, die ist ziemlich schnell zu gebrauchen. Die ist irgendwann von 2007 oder 9 oder 8, keine Ahnung. Irgendwas so um den Dreh. Und die fällt schon in alle Einzelteile. Alles, was die Facecam zusammenhält, ist ein bisschen Kleber. Also, bisschen Tesafilm, ne? Das ist das Einzige, was die Facecam zusammenhält. Nicht zu vergessen, dass die Linse so total unscharf ist. Aber ich wette, wenn ich sie jetzt anschließen würde, würde sie trotz allem noch immer funktionieren, die Facecam. Nur würde man halt nichts außer grau-schwarze oder nee, nicht grau-schwarze, sondern eher ja, halt so. Hautfarbe von mir plus die T-Shirt-Farbe von mir plus meine Haarfarbe will man alles nur als braun schwarzer hautfarbener Fleck sehen, also komplett unscharf einfach nur ist. Und nein, ich bin kein Let's Play in der Fleck.